Hallo Leute, Kirby war leider zu blöd, das Mikrofon der Kamera zu laden. Ja, das hat einen eigenen Akku. Daher wird heute erstmal das zweite Rennen kommentiert. Viel Spaß dabei! Willkommen zurück in Kirbys und Duns bestauliche kleine Videobude. Zweites Rennen, Assen. Es ist durchgehend nass. Also keine Diskussion. Wir hatten wieder gepokert. Wir hatten beides da stehen. Und kurz vorm Rennen ist es dann so. Okay, alles klar. Es ist nass. Neue Startausstellung. Ich starte von 3, weil, Obacht, die nehmen jetzt die schnellsten Zeiten vom ersten Rennen für die Startausstellung vom 2. Weil es kann ja sein, dass einer im Rennen stürzt von den Schnelleren. Und wenn die das so machen würden wie sonst, müsste man dann ja, also früher war es so, der Einlauf von dem ersten Rennen war die Startaufstellung fürs zweite. Fällst du natürlich auf die Fresse im ersten Rennen, musst du natürlich von ganz hinten starten. Das war denen zu gefährlich. So, jetzt frage ich mich aber, wenn jemand wie ich, relativ vorne mitfährt und bei so einem Wetter damit Slicks rausfährt und keine schnelle Runde hinkriegt und muss dann auch von ganz hinten starten. Wo ist denn der Unterschied? So, genug aufgeregt. Ich stehe jetzt auf Platz 3, weil ich die drittschnellste Runde gefahren habe. Immerhin, muss man ja immer dazu sagen, im Regen. Ja, ich versuche jetzt das nochmal ein bisschen besser zu machen. So, viel Spaß dabei. So. Lampe. Lampe aus. Ja, gezuckt. Ich hab's genau gesehen. Gut, der Start war okay. Kann ich jetzt nicht meckern, muss ich jetzt mal sagen. Ne, wir biegen da auch schön ein. Und ich hatte mich eigentlich so drauf gefahren, du tastest dich jetzt mal langsam ran. Aber ihr seht schon, der hat von fast Ellbogen auf der Erde. Und ich denke, okay, die hat es aber vor. Und bevor der dir jetzt wegfährt und du keinen Augenkontakt mehr hast, fährst du erstmal hinterher. Ne? Da hat er die Kurve schon versaut. Das heißt, ich habe jetzt ein bisschen mehr Ruhe auf der Geraden. Ne? Also, seht schon, es regnet. Es ist jetzt. Braucht man nicht mehr zu diskutieren. Ja, es ist. Und da denke ich so: Ach du Scheiße, wo bremst der denn? Ich dachte, ich bin viel zu spät. Aber ich habe keine Ahnung. Ich war etwas. Ob der da falsch gekannt. Vielleicht klärt sich das irgendwann nochmal auf. Ich war etwas überrascht, muss ich sagen. Aber dann, ist da halt vorne. Mal eben aus Versehen auf der ersten. Ja, eigentlich hätte ich es andersrum besser gefunden, weil ihr wisst ja, wie es im Regen ist. Ein Trottel muss vorfahren und wenn der fällt, weißt du, scheiße. Das ist jetzt sehr langsamer. Aber jetzt bin ich halt der Hase, den die Meute der Jagd und du musst da jetzt, ja, seht schon. Und an der Stelle da hinten war es noch etwas, wie soll man sagen, es war jetzt nicht richtig nass in dem Moment, wo es steht. Und ihr seht schon, der Hinterreifen, der wird zu heiß. Ne? Und der pumpt schon und ich war auch nicht zufrieden mit dem Hinterradgrip an dem Tag. Also ich glaube, so ein Intermedien am Anfang wäre besser gewesen. Aber weiß man nicht. Also das war jetzt schon eine gute Wahl, das Ding. Aber vielleicht ein härterer. Ich habe einen soften Hinterreifen gehabt, ein härterer Hinterreifen wäre vielleicht noch besser gewesen. Na, aber gut, kann man dann auch nicht mehr ändern, muss man jetzt erstmal fahren. So, und ihr wisst das ja, ne? Nur ganz vorsichtig über die weiße Linie, ne? Nicht so viel am Kabel ziehen, Schild gucken, okay, Null sind am Start. Ne? Gut, dann rutscht es aber ein bisschen, muss man halt ein bisschen weit gehen, dann ist nicht so schön, das ist ja, ne? Das ist ein bisschen doof. Und zack, da ist er wieder. Gott sei Dank, er kann wieder Verkehr fahren. Und jetzt habe ich mir gedacht, ja komm, dann fahr du mal vorher. Ne? Okay. Ja, also schöne Schräglage, kann man jetzt nicht meckern. Nichts gegen sagen. Ne? Das ist schon akkurat. Ne? Aber es ist nicht am Haar und im Regen und ich bin Zweiter und wisst das geht nicht. Ne? Das geht überhaupt nicht in Assen, ne? Dass eine Yamaha vor mir hinfährt. Ne? Gut, wäre es eine Kaba, wäre es schon gewesen. Ja. Zack, zack. Da war er richtig zügig beim Rausbeschleunigen. Da wollte ich aber ehrlich gesagt, ich wollte meinem Reifen das nicht antun. Wir hatten noch 15 Minuten, glaube ich, knapp auf der Uhr oder etwas über 15 Minuten. Ich denke,
Und nach der zweiten, dritten Runde, da habe ich doch gleich geguckt auf mein Board, da hatte ich schon, ich glaube, 7 Sekunden Vorsprung vom dritten. Und der ist da angegast. Ich weiß gar nicht, wo der hinkommt. Ich sage, Kollege, teile dir das doch mal ein. Das ist doch, ne? Der brennt da vorne weg, als ob so ein Leben gehen würde. Als ob es da hinten Brotmarken wie früher im Krieg geben würde. Da kriegst du noch Brot und Wurst und Porkwurst noch drauf. Ah, schön. Ja. Ja, und da war ich echt so, ach du Scheiße, jetzt musst du aber dranbleiben. Ne? Wenn der gleich noch schneller wird, dann hast du ein Problem. Und ich wollte das jetzt gewinnen. Ne? So, dann gab es auch keine Diskussion. Ich muss das jetzt nach Hause kriegen. Ne? Da war ich schon wieder beruhigt, dass er auf der Bremse, was ja noch nicht ganz so stark war. Aber der hämmert da raus teilweise, wo ich dann sage, ja, die Zuschauer sehen das selber, war natürlich etwas dürftig. Ne? Was er davor hatte, das kann ich jetzt auch nicht sagen. Ach, hast du noch eine Lücke gelassen? Ja, ich habe jetzt gedacht, dann ziehen wir wieder durch, weil ich wollte jetzt gar nicht vorfahren. Ne? Lass ihn doch mal machen. Ne? Und schon fährt er die Kurve ganz anders. Ich denke, konstant ist jetzt doch nicht so, aber ja, er war wahrscheinlich auch noch am Fühlen. Und ja, lass mal machen. Ne? Das ist, ich war jetzt nicht böse drum. Ich fahre da meinen Stiefel und guck mir das in Ruhe an. Und es kann auch sein, dass ich mal eben vertut oder so, dann hast du keine Arbeit. Und wir haben ja Zeit. Ne? Holländer sind eh entspannt, wir sind in Holland. Also lasst doch mal die Zeit für euch arbeiten. Und ihr seht, es fängt mehr an zu mehr zu regnen und ihr müsst euch den Reifen so ein bisschen einteilen. Also musst du noch entspannt bleiben. Und ich habe jetzt schon 2 Stellen, wo ich auf der Bremse besser bin als er. Gut, da ist er natürlich sauschnell. Also Wahnsinn, ne? Guck dir das mal an. Der nimmt mir da mal 50 Meter ab. Ja, gut, musst du dann auf der Bremse wieder gut machen. Das habe ich nachher auch bemängelt bei meinem Chefschrauber. Ne? Ich konnte nicht richtig rausbeschleunigen. Ich weiß nicht warum. Es ging immer nur zur Seite, nicht nach vorne. Dafür war es auf der Bremse aber Bombe. Ne? Müsste eigentlich so ein duales System, weißt du? Je nach Beschleunigung muss es hinten super sein und dann beim Bremsen muss es vorne gehen. Ja. In der Mitte ist es scheißegal. Ne? Und sagte, guck mal, wie weit der weg ist. Ja. Da habe ich irgendwie, auf einmal war das so, scheiße, jetzt hast du aber gepennt. Ja. Es fängt jetzt auch mal richtig an zu regnen. Ja. Und ich dachte noch so, na gut, das muss ihn doch vielleicht irgendwann mal nicht mehr so gut tun. Ne? Ja, ist kurz gerutscht, ihr habt es gehört. Aber das sind auch einfach nur Drehzahlen. Das muss man auch einfach ignorieren. Da habe ich es nicht ganz so sauber getroffen. Das war auch nicht ganz so einfach. Und das sind jetzt diese, ja, was sind das so? 100 Meter? 70 Meter? Ja. So, die muss ich jetzt versuchen, langsam wieder zuzufahren. Weil ihr wisst ja, im Regen nicht alles in einer Kurve holen, sondern ein gutes Pferd springt immer nur so hoch, wie es muss. Ihr müsst da langsam wieder hinkommen. Ach, die Lampe! Ich hatte sie vergessen. Schon ganz vermisst. Ja. Das soll heißen, es ist nass auf der Strecke. Nasser als vorher. Ja, nasser so. Ne? Also spätestens, wenn da gleich so ein Öltanker vorbei durchs Bild fährt, dann wisst ihr, dass es richtig nass ist. Ne? Heul ho, heul ho. Ne? Jetzt diese Drachenboote, wenn die so an die vorbei fahren. Ja. Mhm. Wie so ein alter Skipper, so ein Fisch an Latz knallt. Da weißt du, dass du zu weit draußen bist. Ne? Das Schlimme ist ja, wenn ihr in Assen seid und es regnet richtig und kommt hinten auf diese Schikane zu, dann steht das Wasser, habe ich letztes Jahr schon mal im Regen gesagt, du siehst nichts mehr. Du siehst auch nicht, wo du einlenken musst. Und wenn dann die Sonne rauskommt, hast du verloren. Dann kannst du gleich geradeaus durch die Schikane fahren. Ich würde sagen, Gurke hatte das gemeint, in seinem Rennen hat er nichts gesehen, Ende ging gerade. Er meinte nur, er hat sich immer hinter einen hintergehangen und dann geguckt, wo der einlenkt. Und wenn der nicht auf die Fresse geht, auch dahin gelenkt. Ja, schön. Auf jeden Fall weißt du, wenn beide da drauf gehen, dann... Ja. So, bitte, jetzt geht hier schon wieder. Jetzt, komischerweise, nachdem es jetzt mehr anfängt zu regnen, habe ich auf einmal wieder mehr Gefühl fürs Hinterrad und es hat komischerweise besser gelegen. Also ich vermute, es ist einfach zu heiß geworden. Und wir hatten nachher auch einen Druck von hinten 2,4 noch was Bar, es war zu viel. Und ja, wir vermuten, es ist einfach zu heiß geworden. Und dann habe ich den jetzt wieder ein bisschen
vorsichtig abgekühlt und jetzt fühlte er sich auch wieder gut an. Sagt sich so einfach, ne? Kümmer deinen Reifen ab während des Rennens, wenn ihr so ein Gestörter da vorne wegnagelt, wie sie in der Kälte da, als ob das, ne? Ist aber gleich Vater wird und zum Krankenhaus muss. Ist ja unfassbar. Wir haben doch schon 10 Sekunden Vorsprung. Der nagelt da los, als ob es ums Leben gehen würde. Das war schon geil anzugucken, so wie weit hat er so eure eigene Welt da vorne. Ich denke so, mach doch mal ruhig. Ah, gleich hieß sie da, bis einer weint. Ja gut, leichtes Shattering, leichtes Aufschaukeln von der. Aber Gas löst alle Probleme. Nur am Kabel bleiben. Vielleicht ein bisschen ducken, dass du ein bisschen aus dem Wind rausgehst. Ja. Da war auch mein Problem hier. An der Stelle habe ich mir gedacht, na gut, da kriegst du ihn nicht. Aber ich habe diese Dinger, meine Motorräder so abgestimmt, das ist übrigens das Ersatzmotorrad, was ich da fahre. Das ist nicht das Einsatzmotorrad. Ne? Kann auch damit zusammenhängen, dass das vielleicht nicht ganz so von der Elektronik so sauber gefahren war. Obwohl ich sie eigentlich fast raus habe. Ich werde es auch gleich ein paar Mal hören, die dreht gleich schon richtig durch. Die Zweier hat richtig gut funktioniert. Also es hat richtig Laune gemacht. Ne? Hört ihr das? Wie, wie? Ne? Und da auch da sehr vorsichtig, immer Stützgas und dann langsam aufziehen, da ist ja auch für, ja, da kannst du dann nicht mehr Vollgas geben und dann sage ich schon, ja, erster Fehler, ich komme ran. Und das dürft ihr bei mir nicht machen. Wenn ihr vorbeifahrt, müsst ihr weg. Ne? Sobald ich wieder rankomme, habt ihr verloren. Ich kriege euch. Gut, außer es kommt eine weiße Linie. Da kann es auch mal sein, dass ich vielleicht drüber fliege. Ne? Aber so viel zur Traktionskontrolle. Ne? Vergiss es, mach das Ding im Reden aus. Das brauchst du alles nicht. Totaler Quatsch. Hast du keine Leistung, kommst nicht mehr aus den Ecken raus. Das ist alles Blödsinn. Ne? Was denn? Du willst doch ja, ein bisschen rutschen und ein bisschen sliden und was nicht alle. Meine Daumenbremse, die so heiß geworden hinten. Ich sehe schon die Kommentare. Ich hab beim Aufwand mit der GC-Motorrad das Kernschrott. Ja, hast du gesehen? Da auch wieder. Gleich einen Rutscher gehabt und so, ne? Nicht aufreißen in Schräglage und nicht runterdrücken in Schräglage. Erst gerade, dann Gas. Siehst du, jetzt hat er geguckt und mich gesehen. Scheiß Tag, würde ich sagen. Ja. Jetzt fährt er natürlich ganz innen. Was ich nicht verstehe, weil... Jetzt drückt er mich noch nach außen. Ja. Alles okay. Finde ich super. Wir wollen das ja so. Aber es ist halt ein Zeichen für mich. Ne? Ich werde mal in Klasse. Also, ne? Hut ab. Ich fand das Rennen richtig geil. Ne? Um das mal hier vorweg zu nehmen. Will kein schlecht machen. Ne? Aber ich weiß jetzt, er kann nicht mehr. Das heißt, er muss die Linie schon zumachen. Er will mich nicht vorbeilassen. Er legt schon alles ab. Das heißt, er kann nicht mehr nach vorne fahren. So, und jetzt ist meine Überlegung: Warte ich jetzt so lange bis zur letzten Runde? Oder versuche ich einfach dran vorbei und wegzukommen? Ich habe das erste gewählt. Ich habe gesagt, fahr du Mann, ich guck mir das an. Habe ich gedacht. Ja. Es kommt immer anders als man denkt. Ja. Und man kann da auch im Regen über den Körb innen fahren. Das geht. Nur, ihr dürft da nichts machen. Ja. Nicht bremsen, nicht runterschalten, nicht einlenken. Einfach nur und dann rein. Guck mal hier. Ne? Zack. Zack. Es geht vorne hoch, also ist da, wenn du richtig sitzt. Oh, schön. Ja. Und ob ihr es glaubt oder nicht, in der Runde wusste ich gewinne das Ding. Ja. Also, ich konnte so viel schneller eigentlich und ich habe mich jetzt wirklich zurückgehalten, weil der hat das Problem, er hat niemanden, der ihn optisch zieht oder ihm die Linie zeigt. Und deshalb wollte ich da jetzt eigentlich auch hinterbleiben. Ne, aber ich wusste jetzt zu dem Zeitpunkt nicht, ja, wenn du jetzt hier hinterbleibst, ne, wie schnell werden die anderen noch? Kommen die noch wieder ran? Kriegst du nachher noch Spaß? Ne? Weil so hast du immer noch die Möglichkeit, ja, und ich wollte da gar nicht vorbei. Ich wollte da wirklich nicht vorbei. Ich denke so, als wenn er seinen Bremspony sehen würde. Ja, irgendwas, weiß nicht, Visier beschlagen, das kann ja alles sein. Da war ich so, ups. Jetzt, scheiße, gut, egal, du bist jetzt vorne, jetzt fahr rund und jetzt gasst du mal an. Juhu, zack. So, frische Luft vorne rein. Juhu, zack.
Ah, herrlich. Runter. Ja, das ist aber alles entspannt. Also es ist jetzt kein Rutscher drin, den du nicht vorher siehst oder so. Ne? Das ist wirklich, man zieht da raus und dann merkt man so, wupp, okay, hier war vorhin auch schon mal. Dann zack, nochmal hoch, da auch rein, zack, Gas halten und da jetzt langsam aufziehen und nicht auf diese weiße Linie. Musst du Lorenzo mal fragen, der ist ja auch schon mal übelst abgeflogen. Der Heißeiter hat sich dann noch gewaschen, wenn du da abfliegst. Ja, bist du lange unterwegs, dann schaffst du es bis in die nächste Kurve rein. Ja, das schaukelt sich immer so ein bisschen auf. Das ist aber alles nicht so wild. Das muss so. So, zack, wieder nicht hoch. Pack. Nicht aus grün. Also es ist komischerweise, die fängt immer so an zu taumeln. Ich kann die nicht so einstellen. Ich weiß nicht so genau, muss da noch ein bisschen mehr mit dem Druck reinkriegen, das Motor, dass sie sich so richtig schön anstellt. Aber ich traue mich noch nicht. Nachher passiert mir das so wie bei Till. Der kommt beim Anstellen auf den weißen Dreistreifen. Ja. Und fährt das mal schön geradeaus ins Kiesbett. Rennen gelaufen. Ja. Brauchst du da nicht. So. Ach, aber ihm glaube ich aber so Quali. Ja, auf jeden Fall wäre es gelaufen gewesen. Ja. Guck mal, Bremspunkt. Pump, wie im Trocknen. Ja, ja. Gut, der Einlenkpunkt ist dann vielleicht doch etwas verzögert, aber. Da auch ganz vorsichtig, bitte. Ganz vorsichtig, weil die Kurve nicht überhöht ist. Also aufpassen. Da kann man schon ein bisschen schneller reinfahren lassen. Dann schön nach innen den Scheitel treffen. Und da jetzt fertig sein, wenn die weiße Linie kommt mit Schräglage. Und dann das Gas geben. Auch schön am Körper bleiben, jetzt die Bremse los, runter, rein und jetzt langsam wieder aufziehen, jetzt wieder Vollgas. So, dann möchte ich auch suchen, wenn dann Vollgas, dann kommt es richtig zurück. Oder auch hoch, zack, schalten, zack, nächsten Gang, wieder nach innen, halten, nicht so früh Gas geben, weil Strecke glatt ist. Ja. So, da jetzt hoch und wieder geschmeidig rein, schalten, halten, zack, an die Linie, ja. So, da auch nicht Vollgas geben beim Regen. Weiter durchziehen, ne? Wenn du da Vollgas gibst, die Karre hinten, weil das Fahrwerk sehr weich ist, fängt die an zu wippen und dann kriegst du Unruhe rein und dann kommst du nicht mehr so schnell an die Bremse dran und dann bist du wieder 3 Meter da hinten, wo du eigentlich hin wolltest. Ja, ja, guck mich nicht so an, ne? Ich werde nicht der Letzte sein, der da schon mal gerade rausgefahren ist, ne? Weil ich nicht richtig an die Bremse gekommen bin. Schaukelt sich ein bisschen auf, ne? Ja. Ich muss am Fahrwerk noch mal was machen. Gebe ich ja zu, seht ihr, einmal das Vorderrad weggerutscht. Aber das Fahrwerk fühlt sich, also top nochmal, Steven, ne, von MG Racetech, ne, das Fahrwerk ist Zucker. So, hinten ein bisschen wenig Traktion, da müssen wir nochmal sprechen. Kann sein, dass ich vielleicht die Feder etwas zu hart gewählt habe. Aber ja, ganz ehrlich, wer braucht ja nicht ständig den Stoßdämpfer da hinten aus, wie bei der IDM oder was, ne? Der ist doch wahr! Da Quatsch, reicht doch. Oh. So, und das ist ja so bei diesem Rennen. Wir fahren ja 17 Minuten plus eine Runde. Weiß ich nicht. Eigentlich plus eine, offiziell gesehen. Ja. Also wir sind auf jeden Fall nach Ablauf dieser Zeit, stand da oben noch 2 Runden. Das gucken wir uns gleich mal an, wenn wir über Start-Ziel kommen. Da sind wir wieder. Ja, 3 Sekunden verloren. Werdet ihr überleben, ihr schafft das. Ich vertraue auf euch. Ne? Hardcore-Fans hier. Ne? Ganz ehrlich, wer sich sowas hier anguckt, ne, der muss auch einen am Helm haben. Das ist einfach so. Ne? Aber. Jetzt wollte ich ihm was erzählen, aber ich habe ihn vergessen. Ist aber egal. Ach ja, ich habe noch so eine Kleinigkeit zu bemängeln. Und zwar ist das ja so, wenn man so ein Rennen fährt, hat man jetzt ja schon die Idee für die letzte Runde. Richtig? Richtig. So, was steht da oben? Eine Runde. Wupp. Oder das zwei? Ich weiß nicht mehr. Also, wir hatten mir zugeguckt und als du auf Startziel raufkamst, standen 2 und als du nachher praktisch
In der Dings waren es auch eine. Ja, ist auch eins. Das ist währenddessen umgesprungen, während du auf Platz 4 warst. Also ich habe 2 gesehen und der Hintermann hat auch 2 gesehen. Jetzt habe ich gerade geguckt, genau wo ich drunter war, waren es 1. Dann habe ich vielleicht falsch geguckt oder es nicht richtig gesehen. Ich meinte, da stand 2. Wir gucken uns das mal in groß nochmal an. So, auf jeden Fall bin ich jetzt davon ausgegangen, dass wir noch 2 Runden fahren. Das heißt also, ich gas jetzt nochmal wie ein Gestörter auf der Ideallinie an. Ne, versuche noch die schnellste Runde dahin zu fahren, dass ich noch ein bisschen Abstand zwischen denen kriege. Man sieht das auch, jetzt wird die Gangart mal kurz schnell, also so schnell wie ich konnte. Und er hat natürlich da hinten auch eine Strategie und hat sich das auch zurechtgelegt. Und die letzte Runde wollte ich natürlich so fahren, dass ich alles zumache. Das heißt, du kommst nirgendwo dran vorbei, ganz spät bremsen, reinstellen, alles dicht machen. So war jetzt mein Plan. Jetzt gucken wir mal, was passiert. Porsche rein. Ja, wieder die gleiche Stelle, so ein bisschen schmiert. So, außen schön Schwung holen. Jetzt nach außen den Schwung mitnehmen. Seht das Hinterrad, das kommt schon so ein bisschen. Da war jetzt nicht mehr so viel. Ja, da auch raus. Seht ihr, das ist alles am Wackeln. Und dann schießt er da durch und ich denke, nee, das kriegst du nicht. Da ziehe ich mal wieder durch. Ich sage noch so, boah, die letzte Runde gleich, das wird ganz schön hart. Ja. So, und ihr seht auch, ich hole außen schön Schwung, mache innen gar nicht die Linie zu. So, zack, zack. So, und dann steht da hinten eine Runde. Seht ihr das? Da, eine Runde. Und jetzt gucke ich da ein. Zu Ende. Und ich denke, So, jetzt kommt er durchs Bild gefahren, guck mich an. Ich denke, zwei Runden, eine Runde, eine Runde. Wer denn jetzt? Ja, wir wussten beide nicht, was jetzt los ist. Er war enttäuscht, dass das Rennen zu Ende war und ich war eigentlich, ich war nicht darauf vorbereitet, dass es zu Ende war, sag ich mal so. Ich war etwas überrascht, dass ich so einfach gewonnen habe. Gut für mich, schlecht für ihn. Also die Strategie war wahrscheinlich bei ihm eine etwas andere. Aber was soll's, gewonnen. Und mittlerweile ist es so, alle, die mich kennen, ja, ich hasse Siegerehrung. Ne? Ist die Hölle auf Erden für mich. Ne? So, das ist jetzt so das, was ich genieße. Erster werden, bla bla bla, da fahre ich rein, so, und dann kann ich nach Hause fahren. So, oder ich fahre noch ein Rennen. Für mich, ich bin da nur zum Rennfahren. Nur zum Rennfahren. Ich will da sonst nichts anderes machen. Ich will auch keine anderen Fressen eigentlich da sehen. Ne? Wenn ich meine eigenen Teammitglieder alle sehen muss, dann kriege ich nur morgens kotzen. Ne? Nein, natürlich nicht. Ne? Ja, aber ich muss sie ertragen. Weil ohne die geht es leider nicht. Weil ohne die bin ich gar nichts wert. Ne? Und deshalb habe ich jetzt, keine Ahnung, geht jetzt ein anderer mal dahin. Vögel, die also dahin laufen. Erste Siegerung früher, ne? Da sagst du Siegerehrung früher, ne? Da sagst du noch, okay, das ist was Geiles, da freut man sich drauf, da kriegt man so einen kleinen Pokal und sagt, yeah, geil. So, erstes Mal Podest ist natürlich ein Kracher, erstes Mal Erster werden ist ein Kracher. So, nimmst du mich übel, ne? Aber wenn du das 20 Jahre machst, kannst du es nicht mehr sehen. Ne? Ah ja, nur eins hier aus dem Becher, Kerk da, ein bisschen spritzen, gehst nach Hause. Also bei den holländischen Meisterschaften war es dann immer so, du musst es da anhalten, bist da eben hoch. Hast du deine Serie gemacht, bis wieder runter, fertig. Kann ich mitleben. Weil du hast deine ganzen Klamotten noch an, die Leute stehen sofort unten, die Presse, Fotografen, alles ist da, hast du nicht gesehen. So. Jetzt, habe ich aber nur ein Problem. Ich muss Jörg jetzt sagen, dass der Grip hinten am Hinterrad total scheiße war. Ne? So, jeder, der normalerweise Erster wird, freut sich da einen Arsch, was das sind, nee, ich nicht. Weil in der holländischen Meisterschaft hätte ich ja so die Naht gekriegt, weil ich 3 Sekunden langsamer war als meine beste Zeit sonst im Regen. Ne? Und ich wusste irgendwas. Das hätte eigentlich besser funktionieren sollen. Und für mich ist das so, ich bin schon wieder beim nächsten Rennen. Das heißt, beim nächsten Rennen muss das besser laufen. Das heißt, wir haben wieder Arbeit. So, und für mich ist jetzt einfach so, okay, ich will mich umziehen, Karre einladen, nach Hause. Psst, weg. Ich will da nicht mehr bleiben. Ich bin auch nicht auf irgendwelchen Rennstrecken, um die scheiß Umgebung da anzugucken. Oder was nicht alle. Ich bin da zum Rennfahren. Und wenn mir Leute sagen, ja, wir fahren in Rijeka am Strand und was nicht alle, ja, ist ja klasse. Ne? Ja, super, ich war am Strand, ja, und jetzt haben sie kaputte Flosse, anstatt mal ein bisschen, jetzt weiter hier, klug gescheißt, geschissen, hochkant, aufgetürmt, ne, so, jetzt genug gequatscht, so, ich wünsche euch noch einen entspannten Abend, weil, kommt man in 10 Sekunden auf so einen Mist, auf so einen Scheiß, ja, Brüller. So, schönen Abend noch und wir sehen uns beim nächsten Video aus den Schleiz. Nämlich was abschalten. Tschüss. Ja.